Zum Opfer seines Navigationsgerätes wurde am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines litauischen Sattelzuges. Er hatte in Italien seine Ladung aufgenommen und befand sich auf dem Weg nach Belgien. Bei der Navigation scheint aber irgendetwas gründlich schiefgelaufen zu sein, denn aus unerfindlichen Gründen befuhr die L730 von Oberdrassendorf in Richtung Liebenscheid, was nicht unbedingt der beste Weg nach Belgien ist. Bei einem Wendemanöver geriet der Fahrer dann mit seinem LKW in einen Straßengraben und kam weder vor noch zurück. Nur mit schwerem Gerät konnte er aus seiner misslichen Lage befreit werden.